Schlechte Zeiten und schlechte Nachrichten im Herbst 2022. Krieg in Europa, keine Aussicht auf Frieden, Energiekrise, Preisexplosion, aktuelle Nachricht von heute, Inflation steigt auf 10%. Eine Rezession ist wahrscheinlich, die Industrieproduktion wird deutlich sinken, in vielen Branchen drohen Insolvenzen. Und nun die Nachricht, die Hauni verlässt Bergedorf. Der Schock sitzt tief, mancher will es kaum glauben. Das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bewegt die Bergedorferinnen und Bergedorfer, verunsichert und schafft Zukunftsängste. Die mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gerade erst in Körber Technologies GmbH umbenannten Traditionsbetriebes sollen nun nach den Vorstellungen des Vorstandes Bergedorf verlassen. Seit 1946 haben mehrere Generationen in Bergedorf hochqualifizierte Arbeit geleistet. Auszubildende, Facharbeiter, Ingenieure, Verwaltungsangestellte haben diesen Konzern erst groß gemacht, zu dem, was er heute ist. Sie, alle meine Damen und Herren, leben aber auch überwiegend hier in Bergedorf, in unserem Bezirk. Hier gibt es Arbeiten, Wohnen und Leben zusammen. Und das ist im Übrigen auch der Dreiklang einer zukünftigen, nachhaltigen und erfolgreichen, lebendigen Stadt- und städtebaulichen Entwicklung Bergedorfs. Meine Damen und Herren, Bergedorf braucht die Hauni und die Hauni braucht ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Bergedorfer Belegschaft, unsere Kolleginnen und Kollegen. Das sage ich auch ausdrücklich als DGB-Vorsitzender hier.